Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 5. Staffel zur Folge Nummer 28. Und wie immer gilt, wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Und wir schweben mal wieder und wie so oft über unseren bisher gebauten Stadtabschnitt hinweg. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das überhaupt noch sehen kann oder ob ich das selbst noch sehen kann. Es ist halt ein echt zähes Thema. Wie immer gilt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir machen einfach weiter und singen Bumswallera. Mal gucken, wo dieses Projekt noch hingeht. Ihr merkt, ich bin manchmal ein bisschen wehleidig, aber es ist halt so. Wirklicher Schönbau hier, das ist schon eine zähe Kiste. Bevor wir starten, fliegen wir mal hier hin. Und ich sage, beste Grüße gehen raus an den lieben Remo. Vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung, für deine Motivation, lieber Remo. Grüße in die Schweiz, daher habe ich auch das Züricher Schiffsmodell gewählt. Der Remo wünscht sich ein jamaikanisches Bierschiff. Gibt's so natürlich nicht, aber ich habe probiert, irgendwas hinsichtlich Boot und Bier darzustellen, um ihn zu verewigen. Wo Jamaika bei der ganzen Geschichte bleibt, weiß ich selber noch nicht so genau. Mal gucken. Es gibt leider nicht mal eine jamaikanische Flagge, aber wie gesagt, Boot und Bier haben wir geschafft. Remo ist getauft, die gute Zürich liegt hier. Das Ganze noch ein bisschen unvollständig, da kann man noch viel Shishi drumherum machen. Aber als gewisses Zeichen und der Wertschätzung war es mir wichtig, das schon mal abzubilden. Also, Grüße gehen raus, lieber Remo, vielen Dank. So, worum soll es denn heute gehen? Mal wieder immer noch nicht um Eisenbahn. Die fährt hier so schön schon. Und wir haben da noch echt viel zu tun. Und wir waren ja schon mal auf einen Schweif irgendwo hier drüben in Genua. Komm, wir fliegen gerade nochmal rüber, damit die vielleicht das erste Mal reinsetzen. So ein bisschen mitkriegen, was los ist. Hier ist noch gar nichts passiert. Hier drüben unser Hafen. Da muss auch noch so viel passieren. Oh Mann. Und denn irgendwo und nirgendwo haben wir das völlig vergessene Innsbruck. Auch da habe ich Bock drauf, aber es geht halt nicht alles auf einmal. Und wir haben unsere kleine Bergstrecke, wo sich schon der ein oder andere Zug hochschlängelt und wir schon ein paar schöne Szenerien hier drin haben, wo die Züge sich durch den Berg meißeln. Aber auch da geht derzeit nichts voran und so ist es, wie es ist. Wir müssen auf jeden Fall gerade noch hier an der Stelle mal weitermachen, damit die Stadt irgendwie mal so ein bisschen vollkommen wird. Habe ich halt auch Bock drauf. Abgeschlossen wird das Thema zwar nie, aber in die richtige Richtung soll es weiterhin gehen. Und hier, wenn wir das so uns angucken, dieser Bauabschnitt, wo ich hier gerade umkreise, den würde ich schon noch irgendwie fertig machen wollen, so ein bisschen wenigstens andeuten, dass ich auch im Offscreen ein bisschen was machen kann. Und ich könnte es euch ersparen und nur im Offscreen arbeiten, aber meine Devise ist ja auch immer, genau nicht alles im Offscreen zu machen, sondern so viel wie möglich hier in den Videos darzustellen. Von daher, nochmal schnell gespottet, guck mal auch schön, gell? Wir brauchen unbedingt mal ein erstes Spotter-Video hier von der Map, wo nun ein paar Spotter-Sequenzen da sind. Hier fehlen die Oberleitungsmasten noch alles, eieieiei, wie immer. Es geht nur langsam voran. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen mal los und machen hier heute irgendwie das Areal so ein bisschen, beackern wir mal. Das wird sicherlich kein fertiger Abschnitt werden. Dafür habe ich immer auch viel zu große Teilabschnitte, die ich bearbeite. Liegt aber auch daran, weil ich entsprechend die von null immer anfange. Also erst das Terrain, dann die Straßenstruktur und allein Terrain und Straßenstruktur über so einen Abschnitt wie auf dem Bildschirm. Da sitzt du schon den Abend. Wenn du das halbwegs durchdacht probierst zu machen, ist der Abend rum und von daher geht es immer mühsam voran und wenn ich hier was machen will, ja, rechne ich mir heute mal aus, dass ich 2 Abende brauche, bis dieses Video fertig ist und ihr es dann trotzdem in weniger 20 Minuten serviert bekommt. Und nochmal sage ich, haut's ein Like raus, motiviert mich, ich freue mich und jetzt geht's los. Viel Spaß! Ja, und zu Beginn, man kann es gar nicht zeitraffern, weil es entsprechend so langwierig ist, bis ich hier wirklich die Straßen gezogen habe, probiere ich mal hier so ein bisschen irgendwas Konzeptionelles zu finden, wie ich die Straßen jetzt erstmal hier auslege, wie die zukünftig noch weiter verlaufen sollen, damit wir uns dann den nächsten Themen dem Gebäudebau widmen können. Und die Straße würde ich hier gerne unten durchlegen, das heißt, wir pausieren das Game, obwohl, brauchen wir gar nicht, hier oben fährt noch nicht mal ein Zug lang und wir reisen das hier mal weg und würden die Straße hier durchlegen, im selben Atemzug die Frage, wird die Straße hier runtergehen? Ne, hier vorne nicht, die geht hier hinten, kommt man halt runter und dann hier ganz hinten wird irgendwo was gehen, wo geht denn die überhaupt runter? Ach hier, genau. Und von daher, ich glaube, das ist viel zu eng, wir werden die hinten durchlegen und irgendwann wird die hinten mal runtergehen, aber das auch nicht jetzt hier und heute. Aber wir machen mal los, schon wieder eine ewige Schnackerei, gell?
So, und das hier ist schon wieder erstmal noch nicht schön stimmig von der Steigung her. Es ist wellig und dann ist es schon für mich gefühlt eine viel zu krasse Steigung. Das müssen wir schon ein Stück zurücknehmen. Also nochmal weg damit. Und wir kürzen hier schon mal wesentlich ein, die ganze Geschichte. So, und das dann jetzt noch wieder mit dem berüchtigten Tool klar machen. RA, dann müsste es kommen, genau. Ah, falsch rum. Wir machen mal von hier oben. Jetzt passt's. Passt auch. Okay, hat er gar nicht viel gemacht. So soll es gleichmäßig sein. Schaut auch so aus und ist halbwegs noch tragbar hinsichtlich Steigung Gehfälle. So, jetzt überlege ich, ob wir hier doch noch irgendwie durchgehen. Das würden wir auch. Wie schnell ist die Straße überhaupt hier? 50 km/h. Probieren wir mal in den Knick reinzuarbeiten. Mal gucken, wie das überhaupt aussieht, wenn wir hier... Das ist schon wieder auch zu hart. Meiner Meinung nach. Wellen sind egal, die können wir gleich ausgleichen. Aber von der Steigung können wir das so lassen. Das ist schon krass. Hm, gefällt mir nicht wirklich. Wir können mal probieren, wenn wir hier einen dicken S-Schlag, Doppel-S-Schlag einbauen und dann den Ding drüber laufen lassen, diesen Rampenglätter, wie sich das dann verhält. Moment mal, würde mich interessieren. So, das ist ja eigentlich jetzt richtig bös, aber wir wollen es mal herausfordern, einfach mal um den Test zu machen mit diesem Tool, wie das funktioniert, RA, und wir setzen hier unten an. Genau, und kommen hier oben raus. Ah, andersrum. Wie kann ich das umdrehen? Und wieso macht er das nur so rum? So? 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 Dann probieren wir es einfach mal so. Rampenvergleich, ein Abzweiger zu verändern. Ja, ja, genau, okay. Obwohl doch das jetzt eigentlich passen müsste. Jetzt. Ganz nice, dass der das echt so probiert, schön wegzuglätten. Jetzt ist das natürlich immer noch recht wild, die Geschichte. Wir probieren hier nochmal eine bessere Straßengeometrie hinzubekommen. So, ist es ausgedacht oder ist es gekonnt? Eigentlich finde ich das von der Geometrie her schon gekonnt. Schwer ist es, das solide im Schönbau hier in diesem Spiel zu verkleiden. Wisst ihr was? Ich lasse es so. Ich lasse es so und wir lassen uns da was einfallen, wie wir das schön verkleiden. Wir glätten das mal weg hier. Zip, zip. Ich probiere da mal später was aus. So, und wenn wir das hier machen, dann hätte ich auch noch Bock, dass wir irgendwie hier hochkommen. Aber das wird nichts, gell? Das ist ja noch mehr Steigung. Höhenunterschied auf noch weniger Fläche. Das können wir einfach nicht bringen. Verdammte Axt. Nee, das können wir nicht bringen. Okay. Und dann muss ich sagen, ich möchte hier oben nochmal korrigieren. Das gefällt mir so auch nicht. Wir müssen hier anders anbinden. Da müssen wir nochmal ran. So, nochmal der Rampenglätter, Rampenvergleichsmäßiger, fachlich richtig korrekt genannt. So schaut es aus. Was hat er denn jetzt gemacht? Wir probieren es nochmal. Nee, das macht er so, weil ich das nicht in einem Zug gebaut habe, glaube ich nicht. Jetzt besser. Und es schaut recht gleichmäßig aus. Schon recht stark, das Gefälle. Hier hinten den Rest, den würde ich mir wünschen, dass er den früher anhebt. Aber gut, jetzt fehlt mir die Geduld. So lassen wir es erstmal an der Stelle. So, hier gehen wir noch gerade durch rüber.
Und wenn wir hier probieren, eine Flucht zu bilden, ist es wahrscheinlich so besser. So, dann erstmal fertig mit Straßen für den Moment. Das sollte passen. Damit kann man arbeiten. Haben wir genug aufzufüllen und zu frickeln. Schaffen wir sowieso nie in diesem Video. Was wir noch machen können, ist hier das Terrain unter die Brücke heben, dass hier wirklich die Brücke erst vor der Straße anfängt. Dann haben wir hier auch ein Niveau oben, wo wir bauen werden. Das tun wir jetzt noch. Geht hier schon eine Linie drüber? No. Moment. So, Damm hin. Schaut gut aus. Okay. So, und damit hätten wir hier die Möglichkeit, das erstmal planar aufzufüllen. So dass wir einfach halbwegs solide ein Gebäude hinstellen könnten. Das ist auch immer so anstrengend, die Kanten hier. Jetzt müsste ich, wenn mich nicht alles täuscht, das nochmal wegreißen, gelle. Und nochmal bauen. Und hier machen wir auch noch. Machen wir den, damit wir nur dieses Stück raustrennen können. Oh, oh. So. Shit, zu viel rausgetrennt. Ja, nice. Also nochmal Brücke rein. Nochmal was raustrennen. So richtig cool wird es noch nicht. So wird's cool. Kriegen wir das hier drüben ein bisschen geglättet? Kriegen wir. Okay. Wunderbar, jetzt ist die Brücke, glaube ich, noch. Hat die einen Schlag drin oder ist die planar? Bei so einem großen Bauwerken traue ich mich immer nur ungern im Nachgang noch hier so eine Toolings anzusetzen. Aber wir werden das mal tun. Wir setzen nochmal wieder diesen Rampenausgleichs. Diese Rampenausgleichsmod an. Rampenvergleichsmäßiger, verdammt nochmal. Wollen wir bis rüber gehen? Bis hier. Mal gucken, was er macht. Okay, und der hat tatsächlich nur hinten ganz sanft nachgeglättet. Nice, nice. Also das Tool ist schon mega. Ich hätte mal vorher speichern sollen, jetzt speichere ich nachher. Ja, und was wir jetzt im Detail hier hinbauen, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ich glaube, hier unten kommt unser erstes Polizeipräsidium hin. Denn durch die Straßengeometrie oder die Straßenkonzepte sind wir jetzt auch in der Lage, mit der Polizei von hier bob hoch und relativ zügig rüber auf die andere Flussseite oder auch auf die andere Gleisseite erstmal wenigstens zu kommen. Wo ich sage, ein Polizei-Office macht hier schon dann durchaus Sinn. So, und was gut ist und sich bewährt, sollte man wieder nehmen. Und dieses Gebäude hat sich damals schon in der ersten Staffel unserem Projekt Schönbauprojekt Freifeld bewährt als Polizeistation in doppelter Ausführung. Der Hans hat es dann auch nochmal gebaut gehabt oder bei ihm habe ich es auch mal gesehen. Genau dasselbe Gebäude als Polizeistation und wir nehmen es jetzt auch wieder. So, hiermit ist die Ausfahrt direkt auf die große Hauptstraße gewährleistet und eine Nebenzufahrt gibt es auch. Was will man denn mehr? So, hier hinten kommt noch ein kleiner ist gut, ein Schießstand mit dran. Innerliegend in der Halle. Ich weiß nicht, ob ich ein anderes Gebäude dafür finde, was vielleicht irgendwie ein bisschen cooler wäre. Es muss ja nicht so hoch sein. Ich finde es ein bisschen hoch. Wenn es flacher wäre, wäre es nicer. Mal gucken. Das hier ist vielleicht cooler. Wir haben zwar Rolltore drin, aber Salavi, die können wir noch entweder überdecken. Irgendwie finde ich das besser von der Größe her passend, so für so einen kleinen Schießstand. Keine große Geschichte, nichts Auffälliges. Den nehmen wir lieber. So, und dann platzieren wir noch ein paar Polizeibusse. Bevor wir die richtig platzieren, müssen wir mal kurz ausmitteln, wie viel Platz die brauchen. Der kommt am ehesten dafür in Frage. Blau-grau, blau-weiß irgendwie so gefühlt. Kann man
schon reininterpretieren, dass dies ein Polizeibus ist. Und jetzt nochmal auf die Mod. Okay, ein bisschen Quatsch, dass der natürlich drei Stelzen hat in Länge und Breite. Wir machen den mal wieder zurück. Dann machen wir den mal bright. So schlage ich vor. Ein bisschen eng, macht aber nichts. Dann ziehen wir den so lang, machen den ein bisschen hoch. Und schwuppdiwupp wird ein Bus, Polizeibus-Unterstand raus. Dann suchen wir uns mal den richtigen Zaun raus. So, dann brauchen wir noch wieder ein Wärterhäuschen noch vorher, bevor wir einen Zaun ziehen. Da könnten wir das nehmen, aber das haben wir hier schon mal verbaut in der Nähe. Das olle Wärterhäuschen steht. Ja, wo steht's denn eigentlich? Hier. Hier haben wir das schon. Und es gilt ja darum, möglichst nicht vieles doppelt zu verbauen. Also nehmen wir hier was anderes. Und ich habe auch noch eine Idee. Muss bloß ein bisschen in den Mods rumkramen. Hier, so ein Container. Finde ich ganz nice. Es hat nur ein Aushilfswärterhäuschen aktuell. Die Stadt hat noch nicht viel mehr finanziert. Und von daher stellen wir das hin. Vor allem müssen wir nochmal rüberplätten, in Hoffnung, dass das irgendwie geht. Nee, das wird so bleiben. Schade, schade. Denn muss halt. So, Gelände mal abgezäunt erstmal. Jetzt texturieren wir ein bisschen und dann brauchen wir natürlich Schranken und Wärter. Schranken, Wärter oder Polizist und hier drüben Schranken, soweit mal gesetzt. Ich wünsche mir tatsächlich andere Schranken, aber irgendwie habe ich nicht mehr. Ich wünsche mir auch andere Pforten. Vom Mad Hatter habe ich doch noch was. Vielleicht sollte ich mal kurz reingucken, ob ich statt diese Schranken doch hier das hier irgendwie verbaue. Wir prüfen das mal. Das wäre eigentlich ganz nice. Kann ich das in die Länge ziehen, skalieren? Da geht doch was, oder? Okay, fürs nächste Mal, wir haben noch so viele Möglichkeiten, merke ich mir das. Also hier gibt es schon Möglichkeiten, mit der Mod vom lieben Mad Hatter ein bisschen was zu zaubern. Das gibt es auch noch hier oben. Es gibt schon einen Haufen coole Mods. Wir lassen jetzt mal die Schranken drin. Wer soll schon zur Polizei einreiten und irgendwas klauen, hä? Das ist wohl fast ausgeschlossen, denke ich mir. Außer da ist wieder einer stinkig. So, dann setzen wir mal hier in die ersten zwei Parkreihen Einsatzfahrzeuge, offizielle, aber auch zivile. Und hier hinten dann ist der Parkplatz für die Beamten, Beamteninnen. Und hier hinten werden wir noch ein paar Busse hinstellen und dann ist das was. Dass ihr die Straßenbahn rumwendet, macht euch mal nichts draus. Bisher geht die Linie nicht weiter, von daher ist hier erstmal Ende im Gelände. Das müssen wir später irgendwann mal gerade ziehen. So, schön, was es alles für Fahrzeuge gibt, oder? Wunderbar, so lassen wir es einfach mal stehen und hier hinten verteilen wir ein bisschen Zivilfahrzeuge, wie gesagt, die Fahrzeuge der Beamteninnen und Beamten. So, und dieses Polizeischild ist wahrscheinlich viel zu klein, verdammte Axt, also nehmen wir auch Mad Hatter, seine, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Signwriter und hämmern hier mal ein richtiges Polizei-Wording hin. So, Polizei, wunderbar, auf jeden Fall klar und deutlich zu erkennen. Flackerprobe. Ach. Ich lasse es erstmal so. Wer weiß, ob ich überhaupt die Muße habe, das nochmal zu ändern. Irgendwann. So sieht dann jetzt erstmal unsere erste Polizeiwache, Polizeistation hier auf unserer Map aus. Ich find's gut.
paar Laternen noch hingestellt und am Haus angebaut, damit das ganze Ding auch sauber beleuchtet ist. Die Polizei nicht irgendwo gegen die Wand läuft, sondern klar Ein- und Ausgänge findet und yo. Mit all den Assets, was es so gibt, auch an Mods, ist es schon ganz nice. Kann man so machen. Finde ich gut. Was vielleicht tatsächlich fehlt, wäre auch irgendwie ein Hubschrauberlandeplatz. Und ja, ein Hubschrauberlandeplatz. Aber den können wir vielleicht hier oben drauf noch platzieren. Mit einer Joe Freed's Modbox Platte später, einen großen Haar drauf, einer Windrose Hose und fertig ist die Laube. Das machen wir aber ein andermal. Jetzt gucken wir mal weiter, was hier noch so heute passiert. So, und hier auf das Rondell, da habe ich ja Bock drauf, irgendwas Kleines, Monumentales reinzusetzen. Was haben wir im Angebot? Das schaut doch schon mal ganz spannend aus. Also ja, Jacko der Kulturbanause, keine Ahnung, Eisenstadt, okay. Boah, das Ding, das ist eine Nummer zu hart. Außer wir skalieren es runter. Das machen wir aus. Guck mal, dann geht es doch auch. Was auch immer das sein soll, aus Moskau, Russland. Jo, kann man auch nehmen. Oh, war ja hoffentlich. Wisst ihr nicht mehr als ich und lacht mich aus, dass ich nicht weiß, was es ist. Und was ist das hier? Auch Moskau. Und das? Eine Reflektorstange. Okay, auch interessant. Dann haben wir noch den hier. Barcelona. Und so gefühlt, wenn ich mir das angucke, macht es irgendwie, passt es am besten dahin. Jetzt ist es so, dass das Rondell hier nicht Plateau ist, aber Plateau? Planar, aber das kriegen wir vielleicht noch hin. Dann stellen wir das hier, dann hämmern wir das hier einfach auf. Why not? Moment. Schön behutsam. Schön behutsam, volle Kante. Kann das was oder kann das nichts? Ach, das kann was. Wenn ich auch weiß, dass ich jetzt mit der Textur gleich nicht zufrieden sein werde, die wir hier irgendwie ja reinballern müssen. Oder machen wir das einfach auf schöner Parkgrünfläche wieder, die ich zwar nicht mag, aber die tatsächlich dafür gut geeignet wäre. Weil eigentlich hätte ich gern das hier genommen, ihr wisst es, meine Lieblingstextur. Aber die wirkt hier einfach nicht, bedingt dessen, dass wir hier ja nicht planar sind. Das sieht irgendwie bescheiden aus. Wir nehmen mal die andere. Tja, und die wirkt doch tatsächlich besser, oder? Wenn jetzt auch nicht ganz fresh, ich weiß schon. Wir nehmen die aber einfach für den Moment. Gucken, ob wir noch irgendwas umzäunen oder so. Den Weg als Abgrenzung finde ich ganz gut. Den bauen wir mal so hin. Ja, das Game, also TPF2 macht hier schon unschöne Formgebung. Die kriegt man halt nicht verändert. Sei es drum. Das probieren wir jetzt ja auch nochmal aus. Ach, okay, das wird nicht schön. Wenn wir das jetzt verändern. Zum einen vielleicht hier das, was ganz lütt ist. Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Und wenn wir was Großes nehmen. Sowas hier zum Beispiel. Finde ich schon nice, aber ist mir denn doch zu unschön von den Kanten und Stufen, die hier drin sind im Terrain, die ich nicht beeinflussen kann. So, wird so ein Schuh draus. Wahrscheinlich wird es nicht richtig viel besser, aber vielleicht ein bisschen besser. Jetzt setzen wir hier drin einfach noch so ein paar Bänke, dass man hier von hier durchlaufen könnte, da rein. Und, oder wenn wir jetzt hier doch die andere Textur nehmen. Oh, hier bin ich nicht sauber gewesen. Moment, wir nehmen jetzt doch mal die andere Textur hier in. So wird doch vielleicht ein Schuh draus. Ein paar Bänke hingesetzt. Jo, Freunde, wenn das nicht mal was ist, also mir taugt's, so bleibt's. Haben wir doch gut gemacht. I like. Grüße nach Barcelona. So, und während wir uns hier so rumdrehen, sage ich, das Ding muss noch ein Stück weiter in die Mitte. Oh Mann, wir speichern mal, warum auch immer. Manchmal ist einfach gut, da hat man so ein Gefühl.
So, und dann setzen wir das nochmal neu. So, ein bisschen mittiger, lassen das in Richtung Gleise gucken. Sepp. Jetzt muss aber gut sein. Ich gucke auf die Uhr und denke mir, verdammt nochmal, noch nichts geschafft. Wir überlegen mal, was Kleines machen wir noch. So, Freunde, jetzt war gerade eine riesen Recherchepause bei mir hier im Game. Ihr habt es natürlich nicht gemerkt, es war nur ein Videoschnitt, aber ich habe bestimmt 15 Minuten damit verbracht, mal zu recherchieren, was ich für Möglichkeiten habe, wenn ich hier eine Universität bauen möchte. Ich glaube, die Fläche ist groß genug. Noch größer wäre eigentlich noch cooler. So eine Universität ist ja meistens entweder zerstreut oder doch schon riesig. Aber die Fläche sollte reichen. Nur, welche Gebäudetypen verwenden wir denn da? Und ja, ich bin zum einen darauf gekommen, wir könnten wirklich diese Gebäudetypen nochmal verwenden, in dem Fall für eine Universität. Wobei ich sage, auf der anderen Stadtseite passt die nicht so richtig rein. Dann habe ich geguckt und gefunden, der liebe Ingo, der hat auch mal eine Universität auf einer seiner Maps gebaut und hat es mit diesen Gebäudetypen maßgeblich, glaube ich, getan. Ich glaube, das waren die hier. Kann man sich jetzt schwer was darunter vorstellen, aber das ist ganz gut geworden. Dann habe ich noch kaum andere Möglichkeiten, muss ich sagen, außer das, was ich euch gesagt habe. Und jetzt zeige ich euch was ganz Wildes. Und zwar, wenn ich hier klicke und hier klicke, dann gibt es hier ein Universitätsgebäude, Leipzig. Und das schaut so aus. Das ist schon echt hart. Es ist ein bisschen zu groß. Ich würde es gern skalieren, aber es lässt sich nicht skalieren. Ich setze es jetzt einfach mal hier hin. Such mal eine gute Position, dass das was Solides ist, wie es positioniert ist. So, ich glaube irgendwie, so setze ich das hier hin. Ja, und dann, eine Universität besteht nicht nur aus einem einzelnen Gebäude. Da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ich habe noch was hier gefunden beim Durchstöbern, wo ich sage, das wäre noch in etwa was, was dazu passen könnte. Und zwar hier, ich kenne die Mod bisher noch gar nicht, keine Ahnung, wo die schon wieder herkommt. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Nee. Zum einen, dieses Gebäude ist ein bisschen zu lütt, aber dieses, das könnte man noch als Mensa oder sonst was verwenden und das auch gleich mit ransetzen. Ich weiß, das passt absolut nicht 100%, aber es ist jetzt auch nicht völlig unpassend. Und wir tarieren das mal wieder aus. Zip. Das kann ich sogar skalieren, fällt mir gerade auf. Moment mal, dann nehmen wir das mal weg. Und guck mal, was passiert, wenn wir das größer machen und so ein Stück hier entlang der Kante stellen. Das tarieren wir natürlich auch gleich wieder aus, dass es geometrisch ein bisschen Sinn ergibt oder einfach symmetrisch schön ist. Zu groß. Jetzt skalieren wir doch wieder ganz schön runter, sei es drum. Sepp, mal so reingesetzt. Marché des Halles, was auch immer das heißen mag oder sein soll. Den kleinen Gebäudetyp wird jetzt vielleicht auch noch hiermit verbaut. Na okay, der passt jetzt nicht wirklich ran. Ich suche mal noch ein Gebäude, vielleicht finde ich noch irgendwas, um das hier zu vervollständigen. So, vielleicht noch dieses Gebäude habe ich gefunden. Wo habe ich das überhaupt jetzt her? Hierher ist es. Das würde auch gehen, ist aber irgendwie ein Gefühl zu unschöner Klotz. Das ist schon schön. Akademie. Für mich ist das eine Akademie und eine Akademie ist für einen einfach gestrickten Tscheko schon fast eine Universität. Vielleicht so ein bisschen alt trifft neu. Die ganze Stadt hier ist sowieso auf der Seite völlig zerbombt worden im Krieg, weshalb hier alles Neubau hochgezogen ist. Und eines der wenigen noch stehenden Gebäude ist dieses Universitätsgebäude. So, und ursprünglich habe ich gedacht, ich mache hier mal eine Abfrage. Ich lasse das so stehen und warte eure Kommentare ab. Aber damit ist es jetzt zu spät. Ich verkleide das gleich. Das wird so stehen bleiben. Ja, das lassen wir so. Und während ich hier noch so raufgucke, dieses Gebäude haben wir doch auch in der ersten Staffel als Rathaus von Freifeld verwendet, oder? Ist mir nicht so. So kriegen wir hier noch eine kleine Straße durch. Würde ich nice finden. Wir probieren mal. Parken Autos brauchen wir auch noch ein bisschen was. Klar, immer Tiefgarage müssten wir viel mehr irgendwie noch andeuten. Aber Fläche füllen ist auch wichtig. Von daher
Parkgarage. Oh wei. Also, ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr von der Thematik haltet. Ja, wenn ich es jetzt anfange, wird es wahrscheinlich erstmal so stehen bleiben für lange Zeit. Egal, wie groß eure Kritik ist. Aber vielleicht sagt ihr auch, wenn es nichts Besseres gibt, ist es ja der richtige Weg. Wir probieren mal tatsächlich, die Straße hier außen rum zu setzen. Es ist ja keine verkehrsreiche Straße. So, jetzt die große Preisfrage. Was passiert, wenn wir hier die Ecken wegreißen? Passt, passt. Passt, super. Cool. Die muss noch weg, die Straße hier. Ein Traum. Okay. Sehr nice. So, dann setzen wir als erstes mal Parkbuchten, um das ein bisschen abzustecken, Step by Step. Na, das kann ich ja auch leiden, wenn die Straße sich wieder irgendwie anders darstellt. Jetzt müssten wir gucken, ob wir wieder mit unserem... ich habe es mal wieder vergessen, wie es heißt. Wie heißt das Tool, unseren Rampen vergleichsmäßiger arbeiten. Und wenn wir das hier vorne ansetzen, zack, könnten wir doch eigentlich sogar bis hier drüben gehen. Bevor wir das machen, Freunde, speichern wir wieder. So, hier angesetzt und dann bis hier hinten hin. Sepp, jetzt mal gucken, was passiert. Hier passiert erstmal gar nichts, jedenfalls habe ich nichts gesehen. Und ob er hier was gemacht hat, es scheint mir gar so. Wir setzen mal wieder hier Mad Hatter seine Parkplätze an. Jo, das sieht besser aus. Also dieser vergleichsmäßiger rampenmäßiger vergleichsmäßigen Rampen-Ding-Dong, das ist schon nice. Das ist wirklich gut. Da werde ich jetzt erst warm mit. So, wir könnten hier mehr, aber irgendwie ist hier so ein Haupteingang. Das ist doof, wenn die davor sind. Und hier passen die nicht mehr so richtig rein. Sieht auch uncool aus, wieder wegen den Verbindern, den Lines, die das Game selber hier reinzieht. Ihr seht es hier. Wenn man die irgendwie auftrennen könnte, wenn es da eine Mod für geben würde, das wäre auch cool. Im Sinne des Schönbaus. Hier hinten könnten wir das jetzt auch raufhämmern, aber das wäre so recht gedrückt alles, wenn wir hier jetzt probieren, noch Parkplätze hinzubauen. Finde ich jedenfalls, das lassen wir aus sein. Wir machen hier viel in den Hinterhof jetzt einfach rein. So, Parkplätze muss so reichen. Dann texturieren wir mal viel Beton und tatsächlich auch wieder, weil es einfach zu funktionieren, weil es einfach geht, mit dieser Parkgraskontur. Textur, verdammt. Tja, und ob mir die Textur hier gefällt, bin ich mir noch nicht sicher, aber ein bisschen extravagant hier im Blick auf die Uni und das Gebäude, das kann schon gut werden. Was ist mit der hier? Die sieht jetzt auch nicht unbedingt schöner oder schlechter aus, aber wirkt nicht zum oder im Kontrast oder im gleichen Zuge zur Uni. Wir lassen mal die hier drauf. Die könnt ihr tatsächlich kommentieren und die können wir nochmal ändern, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Für den Moment ist es mal so. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen nachschärfen, ein bisschen rumgeschmiert und dann sind wir fertig mit der Textur. Machen wir hier so davor? Machen wir. Ich habe schon wieder gekleckert. So, und hier vorne stellen wir auch noch was rauf. Natürlich wäre was Eckiges gerade besser als was Knallrundes. Und irgendwie auch zu der Textur passt dieser schöne Brunnen aus Wien. Der Mozartbrunnen. Nicht so richtig. Wir machen das mal so. Wie gesagt, von der Textur, ich habe es schon tausendmal gesagt, bin ich nicht überzeugt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aktuell bleibt es aber einfach
Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Flora hier noch reinbringen. Ein paar Bäume auf jeden Fall. Dann sind wir schon mal fast mit den wichtigsten durch, um hier erstmal einen Konzeptstand dargestellt zu haben. Was mir gerade noch einfällt, wir brauchen hier auf jeden Fall an der Uni natürlich Fahrradständer. Das wäre ganz wichtig. Wo hämmern wir die hin? Hier hinten drin wäre irgendwie doof. Hier in die Ecke auch doof. Hier vorne auf dem Platz auch. Vielleicht machen wir einfach hier welche hin. Das würde aber heißen, dass wir hier nochmal das Gras wegnehmen und auch Beton oder Kies hinhämmern. Sei es drum, warum denn nicht? Ist das hier zu eng? Vielleicht ein bisschen. Wir stellen hier einen hin. Und wir stellen einfach... Passt hier noch einer rein? Guck mal, hier passt einer rein. Dann stellen wir hier noch einfach einen rein. So, Freunde, geschafft. Wir fliegen mal rum. Ah, doch noch nicht ganz. Hier vorne am Eingang müssen wir noch irgendwas hinballern. So, Eingang noch ein bisschen hübsch gemacht. Jetzt haben wir es aber. So bleibt das jetzt für den Moment. Und am Ende muss ich sagen, ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Natürlich weiß ich, dass es eine Uni sein soll. Und dann ist es für mich eine Uni, ob das für den Außenstehenden, der noch nichts davon gehört hat, dass es eine sein soll, so ausschaut wie eine Uni. Und ob der das rein interpretiert, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Aber es ist ein... schon teils komplexer Bau irgendwie, vielleicht auch ein bisschen verworren. Es sind größere Gebäude, es ist ein bisschen imposantes Getue hinsichtlich der Gebäude dabei und von daher kann ich damit mittlerweile schon leben. Die Textur da vorne auf der Spitze am Wiener Brunnen, weiterhin das große Fragezeichen. Aber ansonsten schön, schön, wieder ein bisschen Fläche weggemacht. Jo, Freunde. Das soll es bisher denn auch erstmal gewesen sein. Ich habe bei weitem nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Jedoch sind mehr als 2,5 Stunden vergangen. Schön bauebend, wie immer. Es zieht sich ungemein und ewig. Ich bin soweit zufrieden mit der Polizeistation, mit der Universität. Freue mich und bin gespannt auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne sage ich auch, wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich entsprechend auf eure Likes und Kommentare. Hoff, ihr seid gesund, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.